Okay, jetzt sind wir wieder. Also das ist ein Interview vom Projekt Historische Aufarbeitung Kinderheime Schweiz mit dem Herrn Alfred Meyer in St. Gallen am 11. Juli 2013. Frage vom Interview stellt Thomas Huonker. Und zuerst mal ganz herzlichen Dank, dass Sie bereit sind, die Geschichte zu erzählen. Ja, okay. Gut, also ich möchte gerne anfangen von der ersten Zeit. Das heisst also, nach Geburt. Ich bin in St. Gallen geboren, 1942, 42, am 4. Juli. Und bin dann als Kleinkind, als Säugling, bin ich von meiner Mutter zu meinem Vater, von meinem Vater wieder zu meiner Mutter, weil beide sind nicht verheiratet gewesen. Bin also unehelich geboren. Mhm. Das Hickhack, das es dort gegeben hat, hat man dann beendet, indem dass mein Vater meiner Mutter ein sogenanntes Besuchsverbot erwirkt hat über den Vormund. Der Vormund war Verhorn und sein Name Leuchli. Also Horn-Thurgau. Mit Horn-Thurgau, ja. Und also der Vater hat als uneheliches Kind sein wollen, hat es ja so anerkannt. Und er hat mich anerkannt. Aber er hat keine Beziehung mit der Mutter wollen. Ja, aber weil die Mutter immer, gerade wenn ich krank war, hat man mich wieder zum Vater gebracht. Ich bin einfach zu meiner Großmutter, der Vater war ja nicht rum, zu der Großmutter gebracht, oder? Und da ist dann einfach mit der Zeit nicht mehr gegangen. Ja. Oder das einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her. Hat dann Mutter gesundheitliche Probleme gehabt? Sie war mal in der Zürichsau in der Psychiatrie gewesen. Schwere Belastungen alles, oder, was sie hatte. Ich weiß heute, was für Belastungen das gewesen sind. Da war mein Vater nicht unschuldig dabei gewesen. Und ja, das habe ich erst im höheren Alter jetzt erfahren, wo noch meine Tante gelebt hat. Und ist leider auch verstorben. Da habe ich doch einige Sachen können ausfindig machen, wie es mit meinem Leben war als Kind, wo ich noch nicht gewusst, selber konnte, das Zeug richtig verarbeiten. Nur von dort weg, wo ich den Herr Leuchli als sogenannter Vormund hatte, hätte eigentlich mein Leben nicht mehr so können funktionieren, wie es hätte eigentlich funktionieren sollen. A. Meine Tante, die mit meiner Großmutter zusammen gelebt hat, an der Singenbergstrasse 12, da ist ja abgerissen worden, das Haus, und wieder neu aufbauen, habe ich müssen im Grunde genommen gehen, weil meine Tante hat den geheiratet. Sie ist selber schwanger geworden, hat auch ein Kind bekommen. Und das ist am Vater, sagen wir am Onkel von mir, ist das dann zu viel gewesen. Dass Sie dann auch noch dort waren? Dass ich noch dort war. Und da hat der Vater dann wieder... Ja, mein Vater hat sich da eigentlich nicht gross darum bekümmert. Bekümmert hat sich eigentlich der Herr Leuchli. Ja. Oder? Und das war alles in Horn im Thurgau? Oder? Nein, das war in St. Gallen. Er war in Horn. Dem hat man angelüht und der hat einfach bestimmt. Oder? Dann konnte ich bleiben bei meiner Großmutter, bis ich in die erste Klasse kam. Hier in St. Gallen, Hartwig-Schulhaus. Und ich bin ja eigentlich als Kind nicht so bedient gewesen. Alles ja damals schon, alles was ich eigentlich so vom Posten und so bekommen habe, die paar Rappen, die habe ich immer an alte Damen gegeben, die immer mit Taschen gekommen sind und
Löwenzahnblätter drin hatten. Ja. Und da habe ich gedacht als Kind, ja, sind jetzt das arme Leute, die müssen ja Gras essen. Ja, das ist Kinderdenken, oder? Ja. Und ich habe dann die paar Rappen, die ich hatte, habe ihnen dann geschenkt, oder? Und ja, das ist eigentlich da, ein Teil vom Anfang, wo für mich dann langsam das Odyssee angefangen hat. Was sind das für Frauen? Die Italienerinnen, die einfach so... Nein, das waren Schweizerinnen. Küngeli vom Ötlich oder weiss, ja. Kuckuckwasser. Ja. Die haben schon gesagt, wir tun das essen. Oder? Ja. Man macht ja aus Löwenzahnblätter Salat. Mhm. Ja, item. In der ersten Klasse habe ich dann ein Problem bekommen, weil eben das, was ich vorne machen konnte, go posten go und so weiter und so für die Nachbarschaft, das ist weggegangen. Mhm. Die paar Batzen hatte ich nicht mehr gehabt. Und dann habe ich mir erlaubt, in dieser Schule, ich bin da offen, oder, habe ich mir dann aus der Griffelschachtel, also wir mussten Griffeln kaufen, oder, ein normaler Griffel hat 10 Rappen gekostet und ein weicher Griffel der hat dann 20 Rappen gekostet. Und da habe ich mir dann so ein paar Franken rausgenommen. Nicht? Also ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Oder? Eine grosse Summe nicht. Oder? Ich habe mir dann beim Bäcker vis-à-vis vom Hartwig gesehen, habe ich dann ein Brötchen und ein Bürli gekauft. Nicht? Und da hat dann einer von den Mitschülern hat das einmal gesehen, der ist dann gegangen zu reden, oder? Und dann ist es dann losgegangen. Und da hat dann der Herr Leuchli gesagt, ja, sei guter Mann, also sei guter, guter Bub, los, du musst in das Heim. Das ist der Grund gewesen. Ja. Von dort weg hat man mich dann in das Heim gesteckt. Und in der Verwandtschaft ist das eigentlich gelegen gekommen, weil sie schon ein bisschen vorher sind. Ja, genau. Oder nur muss ich jetzt noch einen Rückschritt machen. Ich bin auch in der Zwischenzeit, und ich bin, eben durch das, dass der Onkel Erich mich eigentlich nicht hat wollen akzeptieren, oder, bin ich ja auch ins Heim auf Romanshorn gekommen. Schon vorher einmal? Ja, genau. Oder ich weiß noch ganz genau, wir haben dann hier als kleine Kinder haben wir Nachthafenrennen gemacht. Ja, auf dem Nachthafen sind sie. Sie oder, wenn wir müssen warten bis... Oder? Ja. Und das haben wir Nachthafenrennen gemacht. Oder? Wir haben, man muss sagen, wir haben uns für derige Sachen hat man uns bestraft. Hm. Nicht? Hm. Bestraft war dann einfach ins Bett gehen in die Nacht. Oder man ist dann irgendwo abgestellt worden in den Ecken rein. Da haben wir einfach mal so ruhig gewesen. Man ist also dort schon im Grunde genommen in einer Form hat man uns pressen. Mhm. So. Wer ist in dem Heim Romanshorn gewesen? Sind das Schwestern gewesen? Nein, das sind normale Betreuende. Das sind keine, oder? Ja. Weil ich bin ja effektiv evangelisch gewesen. Mhm. Ich bin nachher später in katholischen Glauben über, weil er mir mehr brauchte, dass es das evangelische Leben. Ja. Sagen wir so. Und ich habe mehr Unterstützung aus der katholischen Kirche als aus der evangelischen Kirche. Und darum habe ich auch dann gesagt, nein, dann gehen wir dort. Ja. Also das war im Erwachsenenleben dann, oder? Ja, im Erwachsenenleben, ja. Vorher hätte es so nichts gegeben. Mhm. Und denken Sie dann auch, der hätte mich noch halbes Tag geschlagen. Oder? Mhm. Die Schwester von meiner Tante, die ist vor sie geheiratet, ist sie in den katholischen Glauben übertreten. Ja, die hat schön Schwere durchgemacht. Mhm. Oder? Wo ist noch Katholiken und Protestanten, das ist dann noch eine böse Sache gewesen, oder? Von dort weg
und ich dann musste in ein Heim gehen. Da hat man mich in ein Heim nach Männedorf verbracht. Mhm. Das war für Kinder, die nicht ganz geistig beieinander waren, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, von der psychiatrischen... Wir haben den Professor gesagt, oder? Weil er war ja Arzt gewesen, oder? Für uns war der Herr Professor. Ja. Gewesen, oder? Übrigens, Professor war er, das weiß ich auch nicht mehr. Oder? Ja. Der hat die uns Jugendlichen im Turnus reingenommen, Gespräche geführt und so weiter und so fort. Wissen Sie den Namen von dem Professor? Nein, die nehmen... Ja. Die weiss ich von derselben Zeit her nicht. Mhm. Das Einzige, was ich noch weiss, ist nicht von dort her, sondern dass ich auch noch nebst in Romanshorn, ich auch noch in Alt St. Johann als Kleinkind abgetreten worden bin. Und dort kann ich mich nicht groß erinnern, was dort genau gelaufen ist. Da bin ich vielleicht zwei, drei Jahre. Das war noch früher im Laufe von dem Hin und Her, wo sie eigentlich... Ja, ja, ganz genau, oder? Ja. Das sind einfach so Lücken, wo früher kommen oder so. Aber im Grunde genommen, böse Sachen, die passiert sind, kann ich mich erst dort erinnern, wo ich eben Sommersohn da mit dem Nachthäfeli renne. Von dort weg, oder? Mhm. Kann ich mir eigentlich effektiv sagen, da und da ist passiert. Ja. Da und da hat man mit uns gemacht, oder? Und dann, in dem Heim, wo ich dann war, in Männedorf, da ist eigentlich im Grunde genommen, ja, sagen wir das Verhältnis, ja, man hat uns leben lassen. Und uns auch machen lassen. Nicht? Und das Einzige, was uns gestört hat, ist, wir haben Sommer wie Winter haben wir mit Holzzockeln umeinander laufen. Also keine. Dass man uns schon von Weitem gehört hat. Oder? Sind Sie dann dort in die Dorfschule gegangen oder hat es eine Schule im Heim? Nein, im Heim. Das ist alles im Heim. Alles im Heim. Das sind Dinge, man hätte ja nicht eine Serie Tübeli wollen, oder? Oder sind ja gesund, das sind ja gesunde Kinder gewesen. Wir sind keine gesunden Kinder gewesen, oder? Wir haben irgendwo eine Ecke abgehauen. Und dann habe ich man hat Wärme gesucht. Und dann habe ich halt, mich angefreundet mit einem anderen, der hat mit Homosexualität nichts zu tun gehabt. Da hat man noch gar nicht über diese Zeug geredet. Dann habe ich mit dem im gleichen Bett geschlafen. Mhm. Ich bin von ihm mit weg zu ihm ins Bett rein. Man hat ja, die sogenannte Wärme, die man ja nicht hatte, hat man gesucht. Mhm. Oder? Und da ist sexuell nichts passiert. Da ist einfach so. Mhm. Und dann ist man entdeckt worden einmal. Und dann hat man dann eine Strafe bekommen. Man ist geschlagen worden. Und das sogenannte Ungute aus dem Körper rausgeprügelt. Wer hat das gemacht? Ist das ein Heimleiter? Ja, das ist Heimleiter und Heimleiterin. Ja. Oder? Nicht? Und da ist dann frustrierend gewesen. Man hat ja nichts gemacht, aber man hat einen beschimpft. Sauhund, oder? Grüsel und derichs Zeug. Dabei ist nichts passiert, oder? Und das geht ja, oder? Das realisiert man erst heutzutage. Wieso? Warum? Und von dort weg hat man mich dann genommen, hat da mit dem, in der Zwischenzeit ist der Herr Leuchli gestorben und der Herr Baumgartner von
Oberhofen, Thurgau, hat dann die Amtsvormundschaft übernommen. Und der hat gefunden, ja, der Bub, der gehört jetzt in eine Erziehungsanstalt für schwer Erziehbare. Wie alt sind Sie da gewesen? Ja, bin ich da gesehen. Puh. 8-jährig, 8-9-jährig. Also. Das Heim ist dann in der Nähe von Kützlingen, Berner Rhein. Dort bin ich dann sehr viele Jahre eigentlich Mitglied gewesen. Ja. Dann drückt das einmal so aus. Oder? Und sind Sie mit 8 einer von den Jüngeren gewesen? Ja, 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 ja. Oder nicht. Und es ist verhältnismäßig schulisch ist es gut gegangen, weil der Heimleiter ist nicht schlecht gewesen. Auch die Frau von ihm ist eigentlich positiv gewesen, nicht? Mhm. Nur, wir haben uns ja nichts dürfen erlauben. Also, ich habe dann dort im Grunde genommen meine Erlebnisse hatte, die negativ waren, weil Mensch ist Mensch und besonders als Kind suchst du deine Freiheit. Mhm. Du willst nicht immer in einer Zwangsjacke sein. Auf der einen Seite kann ich sagen, bin ich von der Heimleiterfamilie, hat man mich sehr gern gehabt. Aber ich habe die sogenannte Zuckerpeitsche erleben müssen. Was sind denn das für Verstöße und was für Strafen? Also das sind Strafen sind gesehen. Ich habe mir einmal erlaubt abzuhauen. Der Heimleiter hat dann einigermaßen gedacht, und ich in welche Richtung dass ich gegangen bin. Und er hat mich dann gesehen, das war im Winter, im Schnee hat er mich gesehen. Ich hatte halt einen orangen Pulli, wo ich den VW von ihm gesehen habe, in den Schnee getaucht, aber die Farbe hat halt geleuchtet. Oder? Und dann bin ich abgeholt worden von ihm. Und dann hat es die Strafe gegeben, im Arrestzimmer. Arrestzimmer war unter dem Dach, ein Guckgehren. Und dort musst du dann sein. So wie, sagen wir, wie ein Gefangener einfach. Du hast einfach am Morgen hast du einen Kaffee bekommen und ein Stück Brot. Am Mittag hast du Suppe bekommen und ein Stück Brot. Und so war dann wieder der Kaffee gewesen. Oder also mit Milch drin. Das war eine Strafe, oder? Für da musste ich dann 3 Tage drinnen sein. Und ist das gesichert mit Gitter oder einfach Tür abgeschlossen? Oder? Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Das war eine dicke Tür, die hast du einschlagen. Die ist abgeschlossen. Mhm. Du bist einfach allein gewesen. Und wenn du auf den Hafen gehen musst, dann hast du eine Art Ochsenknüppel gehabt und dann hast du dort deine Notdurft müssen verrichten, hast du dann auch noch müssen putzen. Das ist ja klar. Mhm. Nur, dass du nicht mehr abhaust. Ja. Kann jetzt einem wehtun, oder? Jetzt kann ich überlegen, wieso und warum, wegen was, oder? Ich hätte doch nur wollen. Und von dem her gesehen, habe ich dann auch mich wieder schön geduckt, habe alles, was man mal aufgehalten hat, geschluckt, oder? Und habe im Grunde dann wieder können das liebe Kind von der Familie sein. Mhm. Joitem, da ist dann gegangen, bis ich 12-jährig war. Dann hat mich meine Tante, die wohl katholischen Glauben übertritt, hat mit ihrem Mann ausgemacht, mich nach Rorschach zu nehmen. Von mir aus gesehen, vom Alter her,
ist es grad nicht gerade das positive Alter gewesen, wo ich geholt worden bin. Ich habe dort zuerst in die Schule. Ja, ich habe es sicher nicht schlecht getroffen mit der Schule, so, bis wir ins Ferienlager gegangen sind, von der Schule aus. Mhm. Und da habe ich eine, die zwei Klassen über mir war, kennengelernt. Wir haben uns da gut verstanden, oder? Und dann sind dann eigentlich mit 12 Jahren so die sogenannte sexuelle Fantasien sind da schon entsprungen, aber man hat nichts praktiziert, oder? Man ist einfach, ja, nicht? Und hat sich dann dementsprechend auch ein bisschen verhalten. Und das hat der Lehrerschaft nicht gepasst. Mhm. Man hat dann meinen Onkel, der Onkel August, hat man genommen und hat gesagt, du musst jetzt den Bursch wieder in den Senkel stellen. Und in den Senkel stellen hat es dann geheissen, ja, so, wieder ins Heim zurück. Ich würde jetzt, bevor ich weiter vom Heim erzähle, noch ein paar Sachen herausheben, was eigentlich mit mir passiert ist. Ich bin mit 4 Jahren bin ich zu meinem Vater auf Zürich gekommen. Mit 4 Jahren. Für eine kurze Zeit. Und ich konnte in den Kindergarten dort gehen, mit 4 Jahren. Hat man mich in den Kindergarten gelassen. Und auf dem Kindergartenweg hat es halt einen grossen Brunnen gehabt. Ja, was hat man gemacht? Götschet, oder? Ist ja logisch. Und da meine Stiefmutter damals mich ja nicht so gern gehabt hat, hat es ein Problem gegeben auf zwei Arten. Die eine Art war, weil ich mich nicht dementsprechend verhalten habe, wie sie wollte, und ich eben meine Freiheit eben draussen auf der Straße gesucht habe, oder? Hat sie mich fast erwürgt. Ja. Wenn mein Vater nicht 10 Minuten früher gekommen wäre als normal, weil ich schon blau war im Gesicht. Und da hat mein Vater, da ist mir heute noch da, hat mein Vater meine Stiefmutter verprügelt. Ganz eine logische Sache. Und ein bisschen später hat sie gefunden, man könnte eigentlich ein Mädchen aus mir machen. Und hat mein Pizmatz abschneiden. Ich habe heute noch die Narbe. Auf der rechten Seite. Ich sehe man heute noch. Und weil ich ja schräg gelassen habe. Und da hat sie auf der Dachterrasse noch gemacht. Und da hat sie die Nachbarschaft geschaut. Da hat sie dann das Messer. Und dann ist sie hingegangen, weil sie hat ja einen Sohn gehabt, der Heinz. Der war effektiv Balabala. Also der hat sie Ideen eingebracht. Wie? Der hat sie Ideen mitgebracht. Ja. Und dann, der ist ja dann lange, der ist bis zu seinem Tod ist der in Wiel gsi. Im Asyl. Ja, ja. Und der Heinz hat mir dann gesagt, er sei derjenige, der das machen wollte. Ja. Damit sie kein Problem bekommen hat mit der Polizei. Ja. Aber sind das zwei Studenten gewesen, also Medizinstudenten, oder? Die haben dann das Zeug bei mir so weit wieder zu Zweck gebracht,
dass keine weiteren Probleme daraus entstanden sind. Die Probleme, die ich heute habe, kommt alles von dem her. Oder? Aber nur zum Sagen, zwei Sachen. Die beiden Sachen sind in Zürich hundertprozentig dokumentiert. Weil mir hat man gesagt, dass das vom Jugendamt oder was, ist das registriert worden und aufgenommen worden. Also weil ja der Brüder beschuldigt worden ist, dann hat es dann gegen den Verfahren. Ja, gegeben. Man hätte kein Verfahren können machen, weil er ja Ballen war, oder? Ja. Aber sie als Mutter, oder? Ja. Keine Aufsichtspflicht gemacht hat und dort mit dem Erwürgen, oder? Da ist auch festgehalten worden. Ach, ja. Ja. Also das ist mal die Sache, oder? Und ich habe immer als Kind habe ich gesagt, und wenn ich die eines Tages verwünsche, dann erwürge ich sie. Ja. Das war, bis ich in der im Heim in der 4., 5. Klasse war, hätte ich die können erschlagen. Und das ist natürlich ein weiterer Hintergrund, warum sie in die Heim gekommen sind, weil sie einfach in dieser Familie ganz offensichtlich... Wie? Weil sie in dieser Familie ganz offensichtlich keinen Platz hatten. Also, nein, ich bin jenes willkommen gewesen. Ja. Und das ist eine Sache, die mich lange Zeit belastet hat, bis ich in die Lehre gekommen bin. Und, haben Sie über das können reden in dieser Frischhalde bei diesem Professor? Wie? In diesem Heim? Nein. Da hat man mich gar nicht über das gefragt. Da sind andere Sachen gefragt. Ich weiß nicht, ob man da. Oder also in Bern-Rhein, da hat man mich auch nicht gefragt. Da haben wir keinen Psychiater gehabt, der uns besucht hat oder so. Wir sind einfach schwer erziehbar, die so müssen erzogen werden. Vielleicht noch in den Bern-Rhein, wie war denn sonst so der Tagesablauf? Also, Tagesablauf war eigentlich ziemlich geregelt gewesen. Am Morgen, also solange man normal in die Schule gegangen ist, morgen um 6 Uhr ist gebimbelt worden. Der Kuhglocke, der grosse. Und dann musste man aufstehen. Dann ist es im Gänselimarsch in den Waschraum gegangen. Jahr rein, Jahr raus. Kalt Wasser. Ob es jetzt draußen kalt war oder nicht. Das war Tagesablauf so gewesen. Gewaschen, Zähne putzt, wieder ins Schlafzimmer. Man musste alles aufdecken. Dann musste man das Bett machen. Und dann konnte man zum Essen, also zum Frühstück. Nur, man hatte nur so und so viel Zeit. Dann musste man runter, einen grossen Esssaal. Und wer zu spät gekommen ist, müssen draußen bleiben. Und das ist Stück vorbei. Das sind dann immer ein paar pro Tag. Wie? Also das war häufig, praktisch jeden Tag, dass ein paar einfach... So zwei, drei, die ein bisschen spät gekommen sind. Ja, ja. Einfach draußen bleiben. Okay, ja. Das selber auch schon passiert. Mhm. Dann ist das natürlich ruckzuck gegangen. Ja, ja. Und... sogar von der Erziehung her ist es eigentlich richtig in einer Form vom Militär abgelaufen. Also militärisch. Mhm. Nach dem Frühstück ist ja klar, ist die Ämterverteilung da gewesen, oder? Hat man die Ämter müssen machen. Und dann am 8. hat man in die Schule. Das war gerade das Haus nebendran. Das sind dann die verschiedenen. Das war die Unterstufe und die Oberstufe. Alles Feierabend. Und dann hat man das Programm, das Volleyballprogramm durchgeschaut, was die Schule auch macht. Das Volleyballprogramm durch. Wenn es, das ist die Zeit, wo wir
im Winter hatten. Da haben wir auch Basteln und so weiter. Das war für uns eine Erlösung. Wir konnten etwas machen, was uns gefallen hat. Wo wir uns können bestätigen konnten. Das war wunderbar. Im Frühling und im Herbst und Sommer, da ist das Programm ganz anders gelaufen. Im Frühling sind die sind 36 Jucher der Boden gewesen, sind die Böden vorbereitet worden, was Ackerland war für Weizen, Gerste, Hafer, das ist vorbereitet worden. Wir mussten uns betätigen auf dem Acker. Das ist der Riesengarten, der für das Heim wichtig war. Aber wie ist denn das auf dem Acker? Sind Sie mit der Hacke quasi in Handarbeit müssen? Nein, wir mussten also der Hafer und das Ganze, das ist gesagt worden. Mhm. Aber wir mussten teilweise das führen. Wir mussten den Rand vom Acker super machen, oder? Einfach die, so, die Arbeiter, oder? Und Schule haben wir nur dann gehabt, wenn es geregnet hat. Ja. Haben wir Schule gehabt. Dann ist die Heimschule zurückgestellt worden für die Arbeiten auf dem Feld und im Garten, haben Sie gesagt? Im Garten haben wir einen riesen Garten gehabt. Ich habe mich gerne im Garten betätigt, weil das ist wieder für mich eine Erlösung, eine Freiheit. Ich konnte tun und lohnen, im Grunde genommen. Keiner hat mir gesagt, das und das und das wird gemacht. Aber du hast selber können, sagen wir mal, Tomaten pflanzen, die Löcher machen, du hast die Pflanzen können einsetzen und so weiter. Du hast selbstständig etwas dürfen tun. Mhm. Oder? Und das war natürlich ein Vorteil für uns. Nun, das sind die Vorbereitungen im Frühling. Ist der Sommer gekommen? Ist dann die Heuerei losgegangen. Und Sepp ist für mich, als ich dann etwas älter war, bin ich 14, ist das ein harter Job gewesen. Weil ich han immer müssen Gruppen leiten müssen. Der hat der Heimleiter gesagt, nie gesagt, Karl, Fried oder Friedi zu mir, Friedrich, da dort hin. Und dann haben wir haben ja nur teilweise mit dem Ross das Gras geschnitten. Wir haben, müssen mit den Sensen schneiden. Und was geschnitten war, haben wir dann müssen verarbeiten, also verteilen. Oder? Zetten. Mhm. Und ich musste dann immer schauen, dass alle zusammen immer schön in einer Reihe schön das Zeug verteilt haben. Und ich musste kontrollieren, ob es häufig oder? Und wenn ich fertig war, ist dann der Herr Wohlinger, wie der Heimvater geheißen hat, oder zum Geschlecht, ist der Herr Wohlinger kontrollieren gekommen, ob es häufig oder nicht. Also, du hast das Gras dann auch immer zu dicht gewesen, statt schön verzettelt. Dass es richtig verteilt ist, oder? Dass da einfach und dann noch wieder ein bisschen wieder einen Haufen an, oder? Nein. Und das ist dann ich bin dann für das, was die anderen gemacht haben, bin ich bestraft worden. Ach ja. Als Chef quasi. Ja. Der Chef ist bestraft worden. Ja. Und was sind das für Strafen gewesen? Das sind Strafen gewesen, zum Beispiel die eine, die ganze Gruppe hat können baden gehen. Und ich musste dort bleiben und habe das ganze Zeug nachzitten. Oder? Das war dann meine Strafe, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja. Kannst du sagen, was du willst, oder ob du aufgepasst hast oder nicht. Oder? Du hast schon versucht aufzupassen. Aber oder? Es waren immer so 10, 15 Leute. Oder? Wir sind in dem Heim sind wir mit dem Mädchen zusammen von 125 oder 130 ja. Insassen gesehen. Wie sind
Sie sind ja untergebracht im grossen Saal? Oder im grosse Schlafzimmer. Also wie viele Leute? Richtiges Saal, ja. Aber haben wir gesehen, 1, 2, 3, 4, 5. So 10 oder 12 Zimmer. Ja. Oder? Nicht? Und jeder hat einen Schrank gehabt. Mhm. Und so bist du dann auch noch etwas gesehen. Ja, hinten. Das ist da, was ich dann bestraft worden bin, für da, was die anderen nicht richtig gemacht haben. Oder? Also, der Sündenbock bin ich gewesen. Und das ist für mich wieder, wie man sagt, eben Zuckerpeitsche gewesen. Gut, habe ich es recht gemacht, da habe ich mit denen auch mitgebaden. Oder ich habe am Sonntag dann dürfen mit der Familie Bullinger spazieren und nicht mit dem ganzen Clan. Oder wir haben ja jeden Sonntag haben wir müssen spazieren. Also sie hatten quasi eine Sonderstellung, die aber sehr schwierig war für sie. Ja, richtig, genau. Oder? Auf der einen Seite. Gut. Das ist das, was ich dann eigentlich, hat man mich probiert, in eine Verantwortungsperson hineinzudrücken. Warum? Das wissen die Götter, oder der Herr Bullinger hat es gewusst, oder? Nur das. Denn im weiteren Sinn haben wir auch genau Pflichten gehabt. Am Mittwoch haben wir müssen Unterwäsche wechseln. Die haben wir müssen zeigen, die Unterwäsche. Wem? Die Heimleiterin. Da sind die Unterhosen aufgemacht worden. Sind die nicht sauber gewesen? Hast du es müssen waschen. Und dann hast du es erst wieder können bringen, wenn es gewaschen gewesen sind. Dann hat es einen Strich gegeben. Und hast du 5 Striche gehabt, dann hast du in den Monatsnoten eben auch einen Balken gehabt. Nicht. Am Samstag war dasselbe, nur am Samstag haben wir duschen. Mhm. Oder? Wie ist das gegangen? Ja, das ist auch eine riesige Dusche oder alle drunter. Oder? Und es ist einfach, sagen wir, von 7 bis 10 Jahre und dann noch die anderen. Oder? So ist das ungefähr gelaufen. Die Mädchen, die haben dann auch dürfen, aber nicht duschen, sondern die mussten baden. Die hatten eine Badwanne nicht. Mhm. Oder? Wie war die Abteilung zwischen Buben und Mädchen? Ja. Hat es da Mädchen haben im ersten Stock gelebt. Mit dem Fräulein Fröhlich und 2 Erzieherinnen. Mhm. Oder? Und wir Buben haben im zweiten Stock gewohnt. Der ganze zweite Stock hat uns gehört. Oder? Und da sind wir dann eben am Alter nach sind wir dann in die verschiedenen Zimmer hineingekommen. Im Herbst da habe ich eigentlich auch eine Aussenseiterstelle gehabt. Zum Beispiel beim Herdöpfeln. Ich musste die Herdöpfe kontrollieren, die vom Verteilungsding war, ohne den Sack. Und den zumachen, wenn er voll war. Die und die Herdöpfe dürfen rein, die anderen müssen verschupft werden. Ritem. Auch dort hat man mich sehr, sehr, sehr stark kontrolliert. Ich hatte aber dürfen, wenn man wieder mal so 100 Sack hatte, habe ich dann dürfen mit einem Stallbub, der war ungefähr 15, 16 gewesen, und mit dem Ross ist man auf Kützlingen runter und hat die Häuser, die Bestellungen gemacht haben, die Herdöpfel runtergetragen, in den Keller. Mit dem Alter, 13, 14, ja. So 50 Kilo Herdöpfel auf dem Buckel. Hat er dann schön kaputt gemacht. Mhm. Aber das war eigentlich im Grunde genommen nicht schlimm gewesen.
Wir haben dann Geld bekommen, oder? Für das, dass du die Säcke betreut hast. Auch von der Privaten. Ja, Privaten haben Trinkgeld bekommen. Aber das Trinkgeld hast du ja nicht dürfen behalten, das musst du dem Heimleiter abgeben. Oh, ja. Er hat es natürlich aufgeschrieben, oder? So eine Art Buchführung gemacht, oder wie viel Geld. Auch wo du Heimgeld bekommen hast, oder? Das ist auch, hast du es abgeben, ist noch, ja, kein Geld im Sack. Also keinerlei Sackgeld? Kein, nein. Also, dass du ja auch nicht in Versuchung kommst, irgendetwas zu pösteln. Und was ist denn passiert mit dem Geld? Das haben wir dann am Ende vom Jahr, wenn Jahrmacht gewesen sind, haben wir dann so 5 Franken bekommen, damit wir an die Jahrmacht gehen durften. Und wenn mehr Geld hatte als 5 Franken, weiß nicht genau, was mit dem nachher passiert ist. Aber jeder hat wenigstens 5 Lieber bekommen für die Jahrmacht. Oder? Also 5 Franken im Jahr? Ja. Also, und, ich bin ja nebenbei bin ich noch Mausen. Nicht bloß fürs Heim, sondern ich bin auch für die Nachbarschaft raus. Und dort habe ich pro Schwanz 10 Rappen bekommen. In der Gemeinde, oder? Hat man die nein, bei den privaten Bauern, ja, ja, rundum aber sind. Aber man hat es abgeben bei der Gemeinde, oder? Die haben das abgegeben, oder? Und ich habe einfach einen Zehner bekommen, pro Mausschwanz. Ja. Aber ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe nämlich das Müsse genommen und habe die ganze Zecke rein tun. Ich kann selber Schwanz abbauen. Ja, ja, item. Ich habe eigentlich einen grossen Umsatz gemacht mit Müsse. Nur habe ich dann einen Großteil von dem, was ich vom Heim Müsse gefangen habe, habe ich den Nachbarn gegeben, weil ich dort Geld bekomme. Und beim Heim habe ich eben keine bekommen. Und das Geld haben Sie dann müssen geheim halten? Nein, ich habe es schon abgegeben. Oh, aber ich habe gesagt, ich habe von dem und dem da bekommen, da und dem und da bekommen. Mhm. Ich habe dort, wie man sagt, einen sauberen Tisch gehabt. Mhm. Aber ich habe Problematik gehabt, dass ich nicht fürs Heim gesorgt habe, sondern für die Nachbarschaft. Aha. Okay. beim Herr Enz, beim anderen, der das Restaurant hat, ich weiß es nicht mehr, wie der heißt. Der Enz, der weiß ich noch, wie wir dort damals bei seinem Börtli, wo er kein Ernstbörtli Skifahren sind. Da hat es noch Schnee gehabt in Kreuzingen. Heute hat es nichts mehr. Ja, ja. Ist das Bernrhein ist oberhalb von Kreuzlingen in dem Fall? Oberhalb von Kreuzlingen, ja, wenn sie richtig Schwaderlo fahren. Mhm. Das ist dort. Heute ist es das sogenannte Landheim. Aber nicht mehr für schwer erziehbare Jugendliche, sondern es ist nur noch Landheim. Ja, item. Die Sachen, die ich da erlebt habe, sind nicht die schwerwiegenden Sachen gewesen, die ich als noch jüngerer Mensch erleben musste, eben mit der Stiefmutter. Mhm. Mhm. Ich bin mal noch ein halbes Jahr bei der Schwester von meiner Stiefmutter gewesen, deren ihre Mann, der ist Tremler gewesen. Und ich hatte doch eine große Angst gehabt, zur Nacht. Mhm. Und da habe ich einmal müssen halt aufs Häuschen gehen. Ich hatte Angst, wie man mir als Kind bei meiner Großmutter heim, Tante Lise, mir immer vom Teufel erzählt hat. Mm. Und er hat mich auch als Kleinkind in den Keller gesperrt. Und dann hat man auch in dem Dunkeln oben die Türen rein und dann und du bist dort gewesen, hast Biberen gemacht. Mhm. Jetzt kommt der Teufel. Oder? Und das ist natürlich psychisch ein Terror gewesen. Ja gut. Der Mann, wo ihm seine Frau gesagt hat, ich habe ins Bett gemacht, hat er mich an den Füßen genommen. Er wurde dann aber geschlagen mit dem Kopf. Jesus.
Ja. Ja. Man hätte ja können das Genick brechen, oder? Ehrlich gesagt, wenn man das jetzt heute anschaut, oder? Und da hat es schaurig wehgetan. Und dann hat man mich dann weggenommen und dann eben wieder versorgt. Also. Es hat eins nach dem anderen gerufen. Keiner hat mich wollen. Keiner hat mich können verstehen oder wollen verstehen. Da ist einfach in dieser Zeit rein, ist einfach so geschaut worden. Ja, also dann ist nicht links oder rechts, du hast nicht dürfen machen, was du wollen. Du hast dich nicht als Kind dürfen entfalten, wo andere sich dürfen entfalten, hast du nicht dürfen. Du bist immer in der Zwangsacke gewesen. Ja, und die Scheuklappen, ja nicht links, ja nicht rechts. Oder? Und Mädchen sind sowieso tabu gewesen. Ja. Da hast du jedes Mal... Also wenn der Kontaktversuch erfolgt ist, hat es ja, dann hat es einfach Schläge gegeben. Ja. Oder? Im Heim habe ich dann noch mal auch ein Mädchen kennengelernt. Das Klärli Erni. Die ist immer neben mir gehockt. Wo ich gearbeitet habe, ist immer neben mir gehockt. Und man hat dann gut verstanden, bla 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 bla. Oder? Dann hat es einfach geheißen, los. Da schauen wir nicht mehr lang zu. Dann haben wir beide bekommen. Ja. Also man hat sich gesehen beim Arbeiten oder in der Schule, aber man hat keinen näheren Kontakt dürfen haben. Nein. Nicht einmal eine richtige Kommunikation führen. Also schon, wenn man geredet hat miteinander, ist das einfach... Ja, wenn man hat schon so, wenn sie auf dem Mürli runtergehockt sind, hätte man schon können schneidern. Oder? Aber mit Abstand. Ja. Oder? Näher treten ist verboten. Oder? Ja nur, das ist ja gleich, oder? Trotzdem sind sexuelle Handlungen gleich passiert. Ja. Und zwar sind dann eben die sogenannten Stallbuben, haben sich dann da Söpferli ausgesucht, Dachhängel noch runter, auf den grossen Balkon, Fenster geklopft, aufgemacht und dann ist die Sache passiert, oder? Aber es ist nur eine, ist einmal schwanger geworden. Aber die hat man dann sofort zum Arzt gebracht, die hat dann das Kind nicht auf die Welt gebracht, die hat man dann. Ja. Sofort zum Arzt gebracht und Und Stallbuben, das heisst, das sind ältere... Das sind 15, 16, 17-Jährige gewesen, oder? Und die hat... Ja, man hat auch keine Aufklärung bekommen. Nichts, überhaupt nichts. Wie ist der Mensch, der frauliche Teil, oder der weibliche Teil und der männliche Teil? Wieso und warum, oder? Das war einfach alles verboten und böse. Ja, das ist... Also von der Gürtellinie abwärts war tabu. Oder? Und... Haben Sie können Sport treiben oder ist das auch nicht... Ja, wir haben Sport müssen treiben. Und zwar einfach militärischen Sport. Das heisst... Also Gymnastik in der Gymnastik nach dem Schema Militär. Fußball, Handball oder so etwas? Völkerball haben wir bei dir gespielt. Ja. Oder Schlagball. Aber das hat es selten gegeben und das immer am Mittwoch oben. Quasi als Belohnung oder als Ausnahme? Ja, einfach als Abwechslung. Oder? Nicht weil man Sport hat wollen treiben. Oder? Der Sport, den wir haben dürfen treiben, war, Holzscheiten, Holzsäge und die Scheitli aufbiegen, entweder auf den Wagen zu verkaufen oder für das Heim selber. Büscheln haben wir auch müssen, für Fremdleute und für uns. Also das war eigentlich unser Sport. Ne? Da bist du sportlich betätigt worden und ich weiss, einmal haben wir müssen. Und das ist das Schlimmste. Das hat uns am grössten Teil der Buben wehtun. Weil
Wir haben eine, die heisst Yolanda. Die Yolanda, das war ein halber Bub. Und die ist mit uns auf Bäumen verklettert, alles, oder? Trotzdem, dass sie nur den Rock hatte, oder? Die hat alles mitgemacht, was wir mitgemacht haben, oder? Und darum war auch die Yolanda bei uns integriert, nicht? Man hat da gar nicht, also der hätte man jetzt wirklich nicht dazwischen gelangt. Weil die war gleich wie wir, oder? Auch wenn sie nur einen Rock hat. Und dann ist das ihr verboten worden, auf Bäume klettern und mit den Buben umeinander zu rennen. Und das hat sie gleich weiter gemacht und dann hat man ihr kurze Hose gegeben. Ja, also wie ein Bub. Und ihr verboten, weiter mit uns, auch wenn sie jetzt die Hose anhat, oder? Mit uns mitspielen. Und dann hat man sie eines Tages gepackt, im Büscheribock eingespannt und dann haben wir alle zusammen das Rütli erruten. Haben wir überkommen, jeder hat mir zwei Schläge gegeben. Yes. Auf Befehl von der Heimleitung. Ja. Auftrag der Heimleitung. Oder? Und das war natürlich für uns eine harte Sache gewesen. Oder? Und wenn man noch so gemacht hat, ausziehen! Oder kommst du auch dran? Ja. Dann hast du einen Schlag. Und die hat gebrüllt. Die hat natürlich gebrüllt und geschaut, das ist ja klar. Oder? Das hat uns Buben also sehr weh getan. Hat es das auch gegenüber anderen Missetätern gegeben? Oder ist das einmalig gewesen? Nein, das mit deren war einmalig gewesen, mit den Büscheri-Ding. Aber Schläge hat es immer gegeben. Tatzen hat es gegeben, Hundeleinen hat es gegeben und so weiter und so fort. Oder? Dann haben wir einen deutschen landwirtschaftlichen Vorarbeiter gehabt, oder? Ehemaliger SS-Offizier. Von Brandenberg und so etwas sich's, oder? Und der hat natürlich Maulschellen verteilt, noch und nöcher. Ja. Ja. Also der hat uns einmal, da war ein Gebiet gewesen, bei der kleinen Amsel, dort haben wir Runkelpflanzen gehabt. Runkeln abbrochen, nach und nach. Ein nach dem anderen. Ja. Oder? Das ist krass. Antreten, müssen und dann hat es einfach die Maulschellen gegeben. Und wir haben den Halbkast. Und seine Frau war auch aus Deutschland. Frau von Brandenberg. Die hat den in der Küche gearbeitet. Mhm. Und dort hatte ich den Vorteil, wir haben zweimal in der Woche gesputtert worden. Und die meisten haben nicht wollen. Das war ein Abend, oder? Mhm. Ich habe mich immer freiwillig gemeldet. Weil dann, dort war sie wieder gut, Frau von Brandenberg. Die hat dann der die Butter gedreht hat oder gemacht hat, der hat dann vom Mittwoch bis am Samstag, wenn es wieder neu gemacht worden ist, hat er zum Zwiebeln ein Butterbrot bekommen. Das ist ja klar, oder? Also das ist extra zwischen der Mahlzeit zusätzlich. Ja, oder? Und ich hab mich immer freiwillig gemacht zum Butter. Ist denn das Essen relativ schmal gewesen, oder wie ist das gewesen? Das Essen ist verhältnismäßig. Ich kann sagen, für die Zeit sowieso ist es sicher nicht schlecht gewesen. In der Morgen, es hat einmal Röstung am Morgen, dann hat es mal Porridge gegeben. Dann hat es wieder, wie man sagt, Kaffee komplett gegeben. Dann hat es nur Kaffee mit Brot gegeben. Aber sagen wir von dem her gesehen, wir haben keinen Hunger müssen leiden. Oder?
Also Hungerleiden haben wir keine müssen. Außer dann eben, wenn du bestraft worden bist. Aber sonst kein Hungerleiden. Also da muss ich sagen, hat der Herr Bollinger und seine Frau darauf geschaut, dass wir eine richtige Ernährung haben. Der Pfarr Bollinger selber ist ja mit der Küche kontrolliert, was kochen die. Oder? Und da muss man also ehrlich sagen, dort hat sie schon das Zepter in der Hand gehabt für die Ernährung. Oder? Also da ist eine super gute Frau dort durch sie. Und im Winter, wenn wir haben basteln machen, oder, hat sie Kurs gemacht für Keramik, Malen. Und also, das habe ich sehr gern gemacht. Und habe heute noch. Ja. Da ist jetzt eine gemalte Sache, da, wo ich gemalt habe, weiß ich jetzt nicht, wo ich habe. Können Sie vielleicht nachher? Ja. Oder? Die Sache haben wir gemacht. Ja, Sie können es vielleicht mal rasch anheben. Ja. Ja, oder? Das ist. Was ist das? Ein Kerzenständer? Oder? Ein Kerzenständer. Aus Kupfer, ja. Da ist eine Art ein Spiegel hinten drauf, dass das Licht besser geht, oder? Und das haben Sie aufbewahrt, weil Sie Freude daran haben. Ja, ich habe für meine ganze Verwandtschaft Töpfchen gemacht und Butterdinge habe ich gemacht. Oder Fantasiewälder auch einfarbig gemacht. Nachher mit einem Nagelfigur reingekritzelt. Das habe ich auch gemacht. Oder? Ich habe mich sehr viel künstlerisch betätigt. Ja, ja. Oder? Weil das war die Erlösung von vielen Sachen. Du hast dich frei gefühlt. Ja. Auch wenn du unter Druck warst. Aber das hat dich frei gemacht. Mhm. Ja, weil sie selber können gestalten. Jawohl. Und was ich viel gemacht habe, zur Nacht gelesen. Zur Nacht. Mhm. Bei Monchi. Ich habe mein Bett beim Fenster gehabt, bei Monchi gelesen. Oder dann habe ich einmal meiner Tante meiner Großmutter gesagt, du, lass mal, könntest du mir nicht eine Taschenfunzel bringen? Mhm. Oder? Da habe ich Taschenlampen bekommen, Decke über den Kopf, das Buch und gelesen. Wäre das sonst verboten gewesen eigentlich? Ja. Ja. Du hast nur dürfen lesen in dieser Zeit, wo geheißen, heute haben wir Leseabend. Da haben wir lesen. Und Bücher oder der Lesestoff, wie haben Sie den bekommen? Den haben wir auch vom Heim bekommen. Dort ist eine grosse Bibliothek im Esssaal. Dort haben wir die Bücher gehabt. Dann hat man können das Buch nehmen, man musste es eintragen lassen und so weiter. Dann durfte es nur eine Woche dürfen haben. Und wenn es nicht fertig war in einer Woche, hast du müssen darum bitten, dass du es bekommen hast. Oder? Ja. Nochmal. Also von dort, was ich eben gerne gemacht habe, ist verschiedene Bücher gelesen. Ich habe auch, meine Mutter hat es leider vorgeworfen, ich habe ganze, sagen wir mal, sicher nicht übertrieben, aber so dicke selber Geschichten geschrieben. Oh, ja. Oder? Da hat man gesagt, du solltest jetzt in die Sekundarschule gehen. Oder? Das könntest aus deinem Leben viel mehr machen, du musst jetzt in die Sekundarschule gehen. Das, was du da schreibst und alles, das ist ja... Oder? Das ist gewürdigt worden im Heim. Im Heim gewürdigt worden, weil ich da etwas geleistet habe, was die anderen nicht geleistet haben. Oder? Ja. Also Sie haben die Vorzugsstellung, aber die Verantwortungsstellung im Heim, haben die Heimleiter selber auch Kinder gehabt? Wie? Haben die Heimleiter selber auch Kinder gehabt? Ja, die haben selber Kinder gehabt. Sind die schon älter gewesen, oder sind die auch rum gewesen? Die sind, der Hannes, der war auch ein 42er-Jahrgang gewesen.
Ketti ist, glaube ich, 44er Jahrgang gsi und die dritte Mädchen, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nur an Hannes und an Ketti erinnern, oder? Und von dem her gesehen, bin ich ja gerne mit der Familie Bullinger spazieren, weil Ketti ist für mich. Ja, ich habe sie verehrt, ja. Oder? Ich habe sie verehrt. Ich habe sie für eine Königin gehalten, oder? Für etwas Spezielles. Ja, oder? Etwas Höheres auch. Ja, ja, oder? Ja. Und sie war immer sehr nett zu mir. Mhm. Oder? Sie war immer freundlich zu mir, sehr nett zu mir, hat mit mir geplaudert und so weiter und so fort. Und das war für mich eine wohltuende Sache, oder? Man kann sagen, man war verliebt, aber nicht in dem Sinn verliebt, aber man hat einfach die Person geschätzt, oder? Und die Kinder sind auswärts in die Schule gegangen oder auch in die Heimschule? Nein, die sind auswärts in die Schule, die sind ja Frühzlinge in die Schule. Und jeder, der konnte in die Sekundarschule gehen, wie die Familie gezahlt hat, die haben auf Rüsslingen aber können. Was heisst, wie die Familie gezahlt hat? Was hat man denn damals hat die Sekundarschule hat das gekostet. Ah ja. Oder? Ja. Also nicht nur das Material, sondern ein Beitrag an die Schule. Ja, ja. Ja. Mhm. Oder? Und da ist der Heinz Dünner. Der ist in die Sek gegangen. Wer ist mit Sek gegangen? Arthur. Also Maximum drei Stück sind in die Sekundarschule gegangen und dann nachher eines Tages Herr Wollinger zu mir und hat gesagt, du, Friedrich, wieso hast du eine Sekprüfung machen? Und so hat mir niemand etwas gesagt. Wer hat denn Schule gegeben dort? Teilweise bei dir der Herr Wollinger, aber wir haben Lehrpersonal gerade sogar aus Österreich. Ja. Ja, also Lehrer. Und der hätte das im Prinzip müssen oder Herr Wollinger sagen? Nein, nicht unbedingt. Man hätte uns müssen fördern, damit wir das Interesse für die Sekundarschule überkommen. Das heisst, als ich es gewusst habe, habe ich gesagt, ja, ich würde gerne die Prüfung machen. Er sagte, ja, aber dein Vater muss erst zahlen. Mhm. Und der Herr Papa hat leider nicht bezahlt. Und der Vormund? Der sowieso nicht. Der hat gesagt, der muss Gärtner oder Landwirt werden. Ja. Ja, ja. Und Burendorf, selber ein halber Bauer, oder? Ja. Und da, wo wir gesehen sind, ist ja auch Landwirtschaft, oder? Also Gärtner oder Landwirt. Eins von beiden. Mhm. Ja. Was ich im Grunde genommen ja dann auch später auch gemacht habe, oder? Auf der Landwirtschaft. Aber, trotz allem, mir ist die Chance vertue worden mit der SEC. Dann haben wir eine Lehrerin gehabt, die Frau Lipp aus Wien. Und weil ich ja auch gern tanzen habe, auch gesungen habe, es gibt noch, ich weiß nicht, ob da von dem noch etwas rum ist, hat es Schallplatten gegeben, wo wir alle gesungen haben. Mhm. Und das war damals rund um den Bodensee, hat das geheißen. Mhm. Und da sind wir Kinder dort Drachen zum Singen. Und ich habe dort das dürfen, wie man sagt, als Vordergrund sein. Mhm. Oder? Ich hatte dann einmal vom Herrn Wollinger eine Kopie von dem. Ich hatte nie eine bekommen. Mhm. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil das wäre ein wunderbares Geschenk fürs Leben gewesen. Mhm. Wie die Sachen, die sie da gemacht haben. Ja, 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 ja. Mhm. Oder sind Erinnerungsstücke an gute Zeiten.
oder? Mhm. Schlechte Zeiten, die musst du dich gar nicht erinnern, die sind im Grunde noch passé. Aber vom Leben gesehen, habe ich psychisch sehr viel leiden müssen, weil ich für vieles musste den Kopf anheben. Hm. Ich war immer der Schuldige gewesen. Und das sind dann Beweggründe gewesen, wo ich später, als ich in die Terrasse gegangen bin, auch darunter leiden, weil das sind Sachen gewesen, die einfach nicht verdaut worden sind. Weil im Heim wollte ich Selbstmord machen. Oh, in Bern? Wie? In Bern ist das gewesen? Ja, bin ich da gewesen. Ich kann das Alter nicht mehr sagen, aber vielleicht 14. Und aus welcher Situation heraus? Weil ich ja öfters geschlagen worden bin, oder? Und sehr viel bestraft worden bin, wo eigentlich im Grunde genommen keine Strafe hätte passieren sollen. Und dann habe ich einfach eines Tages von einem grösseren, auch, wenn man sagt, Schnitz bekommen. Und das war für mich fertig. Da habe ich gesagt, jetzt will ich nicht mehr. Oder? Und dann, ja, hat man es dann ein bisschen, hat man's gemerkt, oder? Und dann ist halt das Zeug nicht durchgegangen. Ja. Also, was haben Sie dann gemacht? Ja. Und weil ich ja nicht gewusst habe, im Grunde genommen, wie man das bewerkstelligen tut, dass es eigentlich schnell geht. Ja, zum Glück. In dem, das war die Situation gewesen, oder, wo ich im Grunde genommen aus dem Leben herausgetreten wollte, weil das Verkraften, das ist einfach irgendwann, auch ein junger Mensch, ist irgendwann fertig. Das war einfach zu viel gewesen. Oder? Was ist denn auf das aber passiert? Auf das aber passiert, da ist man eigentlich im Grunde genommen nicht psychologisch betreut worden. Das macht man nicht, wegen dem macht man das nicht und so weiter. Da ist einfach, man hat mich auf die Seite rausgeschöpft und gesagt, das macht man nicht, das geht nicht, oder das tut man nicht, der Herrgott will das nicht und so weiter und so fort. Oder man hat, was nicht gegangen ist, oder mit Worten so, hat man einfach den Herrgott vorgeholt, oder? Und wenn wir ja im Grunde genommen für das ja immer präpariert worden sind, der Herrgott, der Herrgott, der Herrgott, oder? Hat man gesagt, hat man den Kopf eingezogen, oder? Und die Ohrlampe und na gut, wenn der Herrgott nicht will haben, dann können wir auch nicht machen, oder? Mhm. Weil wir haben ja jeden Sonntag die Bibelstunde gehabt. Und wer hat die gegeben? Der Heimleiter. Und wie ist das gegangen? Wie? Wie ist das gegangen? Ja, da ist von der Bibel vorgelesen worden. Und dann hat man die Sache, die vorgelesen worden ist, ist dann auseinandergenommen worden. Man hat müssen mitschaffen daran, wieso und warum, wegen was, wieso, oder? Und dann sind ihm seine Auslegungen gekommen, oder? Wie er es empfindet. Mhm. Und wir haben das müssen akzeptieren. Auf der einen Seite war es sicher schlecht gewesen.
Und auf der anderen Seite ist es eigentlich im Grunde genommen ein Versuch gewesen, uns auf eine andere Art und Weise psychisch zu bearbeiten. Also wie lehre ich es heute an. In selber Zeit nicht. Oder? Wie er ja quasi sich so auch zum Vertrauten von Gott gemacht hat und zum Mittler von der göttlichen Gewalt. Das hat ihn natürlich gestärkt in seiner Rolle als Oberschef. Genau. Gut, was er uns gegeben hat, ist, wir haben sehr viel Gesangsunterricht gehabt, oder? Weil er hat Harmonium gespielt, Geige hat er gespielt und so weiter. Er war also musikalisch sehr begabt gewesen. Also von dem her gesehen. Oder, und da hat er mit uns auch viele Lieder, uns Lieder beigebracht. Mhm. Oder? Und wir sind ja in derselben Zeit ja die Ersten gewesen, wo der Strubelpeter besungen haben. Also Auftritt, Strubelpeter, oder? Und wir haben das gesungen. Und die ganze Geschichte, oder? Und das ist ja das ziemlich weit umeinander gegangen. Dann haben wir dürfen dort hingehen und dort hingehen. Wir haben doch alle zusammen uns bemüht und dann haben können gehen. Und das war eine Art des Musical mit Spiel oder einfach Gesang? Gesang, Spiel. Spiel ist eigentlich. Es war eigentlich ein Ding gewesen. Man hat die Bilder sind gemalt gewesen, oder? Man hat die Bilder dann eben besungen. Ja. Oder? Und auch in der Adventszeit, da haben wir uns bemüht, dass wir richtig, wie man sagt, den richtigen Ton gefunden haben, um die Weihnachtslieder in der Adventszeit so richtig überzubringen. Oder? Und dann haben wir da in allen evangelischen Kirchen sind wir singen gegangen. Oder? Und am Schluss hat es natürlich für uns immer da gegeben, wo wir geträumt haben. Eine Orange, eine Mandarine, oder? Äpfel haben wir immer gehabt. Und Gritti-Benz. Einfach Sachen, wo du nur hast können träumen davon, dass du das überkommst. Oder? Da haben wir doch überkommen. Und Schokolädchen und Bombo. Wir sind in die Hosensack gegangen, oder? Das ist für uns eine goldige Zeit gewesen, wenn wir haben dürfen in der Kirche singen. Ja. Beim Strubelpeter ist das Gleiche, da haben wir auch eines von diesen Gemeinschaften, wo wir das gesungen haben, haben wir dann einmal eine Zwiebel bekommen. Und da sind doch immer so Salami und Züge zu sagen, Jesus, nein, das ist für uns die gewaltige Überraschung gewesen, oder? Und da hat sich jeder bemüht darum, dass er dürfen mitkommen. Also haben nur die Besten haben dann dürfen? Ja, nur die Besten. Und wer uns eigentlich abläuft, der hat nicht dürfen mit. Ja. Also, da bist du bestraft worden dafür, oder? Der hat nicht dürfen mit. Und jeder hat gewusst, wenn ich nicht mit, dann komme ich nicht das über. Und das ist natürlich eine ganz gewiffte Sache gewesen, uns am Ruder zu haben, ohne anschreien, uns in die Marschrichtung zu bringen. Genau. Es war auch ein psychologisches Spiel gewesen, um das mit uns zu erreichen, oder? Dass das Heim im Grunde genommen den Nutzen davon hat. Es ist doch so, das Heim hat ja Geld gebraucht. Das Heim war teuer, oder? No, das hätte es billig Wille gewesen. Man hat immer finanzielle Unterstützung können brauchen. Also dementsprechend, wie wir auftreten sind und wie wir in der Bevölkerung aufgenommen worden sind, oder? Umso mehr hat das Heim davon nutzen können.
Das sind die Sachen, wo eigentlich der Heimleitung der große Nutzen gebracht hat. Und auch Prestige und Anerkennung. Richtig, genau, oder? Mhm. Und aus Hängeschild, so schlimm sind die Kinder gleich nicht. Mhm. Dabei sind wir ja gar nicht schlimm gewesen. Oder? Ne? Wir haben vielleicht. Gut, wir haben zwei oder drei Mädchen gehabt. Die sind ins Heim gekommen, weil sie um Land geschwanzt sind. Oder? Die sind einfach nicht gern heimgegangen. Ja, warum echt? Später hat man es gewusst, warum? Bei den einen sind die Eltern. Mhm. Oder? Also, ist das ja begreiflich, oder? Dass wenn der Vater und Mutter besoffen ist, dass man nicht gern heimgeht. Ja, ja. Oder? Also da war man gleich schwer erziehbar. Ist einfach so. Ja, man hätte den Grund müssen haben, um die Kinder abzuschieben. Genau. Also sind sie schwer erziehbar. Und ich weiss nur noch, der Wilfried Miller, der ist 1962 verstorben. Ukulele gespielt, tipptopp ein Kerl, hat Sattel gelernt im Bündnerland oben. Dann ist er auf St. Gallen in Terres gekommen. Ich habe den noch mal getroffen, oder? Und später habe ich dann vernommen, dass der Wilfried Selbstmord gemacht hat. Er war auch in dem Heim gewesen. Oder, und zwar hat er Selbstmord gemacht. Weil er hat Großmutter und Mutter gehabt. Großmutter ist noch in der Zeit, als er im Heim war, verstorben. Und er hat nur noch Mutter gehabt. Und der Wilfried, auch im Heim, hat er sogar die Erlaubnis bekommen, immer wenn die Mutter Geburtstag hatte, hat er zu ihrem Heim. Und hier in der RS, hat er ja auch die Mutter besuchen. Nur hat er ein Problem gehabt. Und das Problem war, sein Korporal, der hätte nicht so gut mögen. Und dann hat er Korporal ein bisschen angegangen. Und dann hat er einen Spezialexerzierer gelassen. Dort in Galli, in der Kaserne. Und dann ist der Wiefel so muff geworden am Schluss, weil der andere immer mehr hat wollen von ihm. Und dann hat er Sturmgewehr genommen und dann hat er um den Grind herumgeschlagen. Er ist ja zur Ferienzau, ist er dort in den Knast gekommen. Und dann, als er hat auf die Toilette hat er um ihn angeschaut und hat dann tatsächlich einen Strick gerutscht. Mhm. Als die Zellen kontrollieren, ist er tot gewesen. Weil ihm der Kadi gesagt hat, oder? Dann hat ihm der Wiefer gesagt, Hass, mir ist gleich wie lange in die Kiste. Aber den Sonntag will ich heim, meine Mutter hat Geburtstag, ist gerade noch eine Strafe für dich. Ja. Dann hat er sich dann umgebracht wegen dem, weil er die Mutter am Geburtstag nicht hat dürfen besuchen. Das war der Wiefer Miller, oder? Und der hat das Gleiche durchgemacht eigentlich wie ich. Der war auch psychisch immer unter Druck gewesen. Und da im Militär ist das, der Druck, den er dort hatte, eigentlich das Fass gewesen, das explodiert ist. Es war ja gleich gewesen, wie ich von der Bühne abtreten wollte. Ja. Ich muss einfach so sagen, das, was uns
als Kinder angetan hat, das sitzt heute noch in uns innen. Und wir können uns nicht ändern, auch wenn wir es wollen. Mein Kollege, den ich habe, oder? Der sagt, was? Die ganze Reaktion von dir ist vom Heim. Auf der einen Seite bin ich ein sehr gutmütiger Mensch. Ich helfe vielen, auch wenn ich nicht viel habe. Ich teile. Doch da bin ich in viele Probleme hineingerutscht. Aber niemand hilft mir. Und das ist genau gleich wie im Heim. Es hilft dir niemand. Ja. Oder? Und das ist eine Sache, wo man muss einfach sagen, wie können aus derselben Zeit Erwachsene über das Leben von einem Kind bestimmen und einfach sagen, so, da ist die Form, da rein kommst und jetzt wird zugemacht und presst. Ja. Ja, das ist schon so gesehen. Und das bleibt dir ganz, jetzt bin ich 71, ich lebe noch immer im gleichen verrückten Weg, wo ich eigentlich nie draus komme. Ja. Oder? Und es ist für mich jetzt eine Wohltat, mal mit jemandem darüber zu reden, weil es gibt noch einen Haufen Teile da drinnen, wo ich noch gar nicht angeschnitten habe, aber dafür viel zu lange dauern. Ja. Oder? Weil das ist eine Lebensgeschichte, wo Höhen und Tiefen hat, wo ich kein Kind würde gern zukommen lassen. Oder? Weil ich habe jetzt in der eigenen Familie eine Stieftochter, wo ein Bübli ist jetzt zweijährig, fast gleich behandelt, wie ich behandelt worden bin. Oh, das ist schlimm. Wohnt hier in der Nähe, ich darf es nicht einmal sehen. Und der kommt so gern zu mir, und wenn er mich sieht, oder macht er so, komm, du redest praktisch kein Wort. Mutter hockt am Computer, Internet oder Fernsehen. Das ist dann die moderne Variante. Wie? Das ist die moderne Variante. Ja, und ich habe gesagt, los, ich nehme das Kind, gehe mit in den Park, also spazieren, gehe Fußball spielen oder so, damit er an der frischen Luft ist. Der muss beim schönsten Wetter in den vier Wänden hocken. Dann hat sie ein zweites Baby, ein Mädchen. Ja, da muss er ruhig sein, wegen dem Schösterli. Dann muss er ruhig sein, wenn seine Mutter gerade ein Programm im Fernsehen anschaut, das sie interessiert. Darf er sich nicht reinmischen. Oder sie ist im Internet. Und dann darf er auch nicht stören. Ist, ja, oder? Und da sehe ich mein eigenes Leben, bei dem Kleinen schon. Ja. Da habe ich gesagt, der macht das Gleiche durch wie ich. Wie ist bei Ihnen das weitergegangen mit der Lehre nach dem Heim? Wie das gegangen ist, ja, da muss ich also schon so sagen, oder? Ich bin ja bestimmt worden, auch wieder. Ich habe gesagt, wenn der österreichische Lehrer, die gewusst, dass ich sehr gut tanze, dass ich künstlerisch veranlagt bin, deutsch gesagt, mal so gesehen, oder? Und ihre Eltern, respektive der Vater, war an der Wiener Oper ein höheres Tier. Und dann hat sie dem Herrn Bollinger den Vorschlag gemacht, mich nach Wien zu ihrer Familie zu bringen, dass ich entweder tanzen lerne, singen lerne
oder sonst künstlerisch mich betätige. Was hat mein Vater gesagt, der praktisch nicht, für mich nicht eigentlich relevant war? Der hat gesagt, nein, das gibt kein Zigeuner. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Der Baumgärtnerli hat genau das gleiche Horn hineingeblasen. Eben, Landwirt oder Gärtner. Ja, nun, jedem. Ich musste auf Zürich meine Lehre machen als Tapezierdekorateur. Die erste Arbeit, die ich aus dem Haus hatte, das war der Niederdorfstrasse. Das Restaurant ist mir auch nicht aus dem Sinn. Das war die sogenannte Dorftrotte. Und das Geschäft war gerade in der Nähe, fast wie so ein. Da habe ich mit dem Vorarbeiter einen Windfang und Vorhang kommandieren. Was war da Dorftrotte? Ein Puff. Die Frauen. Und du hast ja im Grunde genommen nicht einen Kontakt, einen effektiven Kontakt mit Frauen so gehabt. Mhm. Und dann siehst du die so freizeitig dort hocken oder, und so weiter. Nicht? Auf der einen Seite bist du neugierig, auf der anderen Seite ist die Schamröte in den Kopf gestiegen, oder? Mhm. Und die haben dann noch über dich gewitzelt, oder? Das bist du dann auch noch, oder? Mhm. Etwas gesehen, oder? Und der Vorarbeiter hat noch grinset, oder? Oder? Ja, der hat es gekannt. Ja, oder? Und ich, und da, wo wir dann gegangen sind, habe ich gesagt, du, ich, da gehe ich dann nicht mehr mit, he? Und dann hat das dem Lehrmeister gesagt, dem Zika. Und der Zika hat gesagt, ja, da ist doch kein Problem, oder? Das sind doch liebe und nette Frauen, oder? Und so weiter. Oder? Aber obendran ist eine ältere Frau gewohnt. Und die Frau ist die Schwester von der, das war ein Sänger, ein jüdischer. Wie hat der geheißen? Nicht der Schmidt. Ist auch bekannt, aber. Der ist ja gestorben. Hm? Sind alle gestorben. In meinem Lager dort. Wie? Der ist ja in dem Lager gestorben. Der Schmidt, ja. Der ist mit dem Onkel Ehr, der Tante ihrem Mann, mit dem, die sind zusammen im Lager. Das war dort in der Nähe, in der Wildeck oben. Kierenbad. Ne? Ja. Aber wie hat jetzt der geheissen? Ich habe einen Bekannten aus der selben Zeit gesehen, ein Sänger. Hm, weiß ich nicht. Hi. Und das war die Schwester. Und bei der auch eine Jüdin, mhm, aber sehr zuvorkommend war zu mir. Und mhm, immer wieder mal einen Batzen springen lassen. Und lieb zu mir. Und bei dieser Frau habe ich mich endlich mal warm gefühlt. Mhm. Oder? Sie war immer lieb zu mir und hat mit mir geplaudert und mich gefragt. Und einfach eine wunderbare Kommunikation war das. Tauber. Oh. Richard Tauber, der früher der Kaiser. Ja. Die Frau Tauber. Ja. Das war die Schwester von Richard. Mhm. Ja. Und die hat mir eigentlich ziemlich viel können geben, so zum Abbauen. Ja. Die Frau Tauber. Ja, nur weiter. Beim Herrn Zika ist das so gekommen, weil der Vater hat, vom Herrn Zika hat Bewilligung für Lehrling.
Die Junioren hat sie nicht gehabt. Der Vater hat, ist ausgetreten aus dem Geschäft, weil gesundheitlich oder und so, damit habe ich die Lehre aufgeben. Dann hat der Herr Zicker gesagt, ja, ich könnte ja die Lehre weitermachen bei seinem Lehrmeister. Also die erste Zeit bin ich dort gegangen. Mhm. 3 Monate lang habe ich nur alte Rosshaarmatratzen auseinandergenommen und geschottet und dann wieder neue zusammengepackt, zugeknallt. Matratze. Bis da oben. Mhm. Da hat der Vater gesagt, ja, du kommst zu mir. Mein Vater hat ja selber auch eine Polsterei gehabt. Mhm. Er war auch Tapezierdekateur. Darum hätte er ja wollen, dass ich Tapezierdekateur lerne. Oder? Und der hat natürlich dann Massenmöbel produziert. Mhm. Also dann dort die Massenmöbel müssen machen. Oder? Und das war nicht das Gute. Oder? Und dann noch meine Stiefmutter ständig umeinander. Und da hat es natürlich Kritz gegeben. Mhm. Oder? Und ich habe sie dann noch mal gepackt. Oder? Und dann irgendjemand von der Nachbarschaft hat dann die Polizei angerufen, oder? Aber ich hätte die Frau effektiv zu Tod gebrügelt. Mhm. Hätte sie zu Tod gebrügelt, weil der ganze Wut, die in mir war, gegenüber dieser Frau, ist einfach einmal losgegangen, oder? Ja. Und, mein Vater ist auch nicht, mein Vater hat ja auch nicht für mich die Stange gehalten. Wir alle 2 Monate dürfen für die Verwandten für 2 Stunden dich besuchen. Für 2 Stunden. Alle 2 Monate für 2 Stunden. Glücklich. Ja. Und ist er jemand gekommen dann, oder? Bei mir schon, ja. Meine Großmutter ist dann viel gekommen und auch meine Tante ist viel gekommen. Also wenn es gegangen ist, oder? Mhm. Das war meine Schrift vor anderthalb Jahren zumal. Ja. Oder? So habe ich geschrieben. Ja. Und den Beweis mache ich da. Und das ist natürlich schon nicht, dass ich schon kein Ding. Da ist etwas, was ich gemacht habe. Ja. Mhm. Das ist in dem Heim. Ja, in dem Heim. So entstanden. Ja. Ja. Das Kasperl-Theater. Oder? Und da habe ich wenn sie draus kommen, zwischen den Zeilen können lesen. Da kann man das schon, wenn man das lässt, kann man das schon feststellen, durch die Blume, was in der zwischen den Zeilen steht. Könnt ihr nicht am Besuchstag Sonntag kommen, denn ich würde mich freuen, mit euch zu reden. Ja, ja. Das sind, oder? Und auch, da hat Frau Bollinger gesagt, ja, du musst Lehrer werden, das ist so eine schöne Schrift. Mhm. Ja. Ich kann heute noch einigermaßen schön schreiben, aber ja. Ich habe mit den Augen Probleme, oder? Ich muss ja alle 14 Tage abwechslungsweise Spritzen machen in die Augen. Und dann habe ich das Gleichgewichtsgefühl vom Schreiben habe ich nicht mehr. Ja, okay. Das ist vorbei. Ja. Oder? Mhm. Und das ist eben schade. Nicht? Weil ich habe immer gern schön geschrieben. Ja. Oder? Mhm. Und, ja. Ist denn das gut gegangen mit zuhause, mit dem Vater, bei der Stiefmutter, nach dieser Auseinandersetzung? Nein. Wie ist es weitergegangen? Da bin ich
dann bin ich von daheim ab. Mhm. Und ich habe gewusst, dass meine Mutter muss in St. Gallen wohnen muss. Ja. Jetzt hat mich einmal im Heim besucht. Mhm. Und der Herr Bollinger hat ihm gesagt, dass meine Mutter mich besucht hat. Und so ein grosses Schoki-Ei geschenkt hat. Ja. Da hat mein Vater über den Herrn Baumgartner ihre verboten, wieder mit mir Kontakt aufzunehmen. Also die liebliche Mutter, die ist sonst nicht die, so... Die richtige, die liebliche Mutter. Ist nicht oder? So in Erscheinung getreten sonst. Jetzt hätte ja nicht dürfen. Ja. Und dann habe ich sie dann hier in St. Gallen ausfindig gemacht. Ich bin auf die Gemeinde gegangen, habe meinen Namen gesagt und den Namen von meiner Mutter. Und dann haben die recherchiert und haben mir dann die Adresse aufgegeben. Und dann bin ich dort an, wo sie gewohnt hat. Und da hat sie zum Nachnamen Eisele geheissen. Und dann bin ich dort gestanden, vor dem Haus, oder? Und dann ist mein Halbbruder, der René, gekommen. Und dann habe ich gesagt, ob Frau Eisele ihm seine Mutter sei, sagt er, ja. Ich sage, ja, ist gut, ist in Ordnung, oder? Nicht? Und dann ist ein junger Nachbar gekommen, oder? Da willst du mit dem? So, oder? Sag ich, lass mich in Ruhe. Oder? Und dann hat sich daraus eine Schlägerei entwickelt. Ja. Ja. Später ist dann meine Mutter ja heimgekommen. Ihr Mann war auch daheim. Er war Strassenwärter, also Strassenwischer. Und dann habe ich dort gelitten. Dann schaut sie mich so an und sagt: Rutscht! Dann sage ich: Kennst du mich nicht mehr? Ja, und das Mal hat es mir oben klicklich gemacht. Dann noch hin und dann hatte ich ja noch das Nasenblut gehabt, oder? Ja, noch item. Dann bin ich bei der Mutter verhältnismäßig gut untergekommen. Mhm. Aber trotzdem ist nicht das Mutter-Kind-Verhältnis sich entwickelt. Das war ja eigentlich vorbei gewesen. Oh, ja, richtig, genau. Und dann ist sie mit mir für die Lehre, sie mit mir da schauen, ob ich eine Lehrstelle bekomme, als Tapezierdekateur. Und da haben wir dann keins gefunden. Und dann hat sie gefunden, weil ich, wenn sie nicht rum war, also gearbeitet ist, habe ich dann auch gekocht. Er hat gesagt, ja, du könntest noch Koch werden, du kochst ja so gut. Und dann hat man das versucht, oder? Und dann bin ich ins Hotel Hecht auf Wienig gekommen. Mhm. Zum Herr Barwey. Ja, der Herr Barwey, super Koch, oder? Tipptopp, alles, oder? Aber... Mhm. Am Morgen früh hat er ein grosses Glas, als erstes in der Küche, wenn er in die Küche kam, ein grosses Glas Cognac getrunken. Ja, damit er verwacht. Mhm. Ja, so ist es dann gegangen, oder? Und ich habe mich den Sitten entsprechend kann ich mich verhalten, oder? Ich habe versucht, das, was man beibraucht, auch richtig können umsetzen, oder? Bis wir eines Tages einmal Streit kamen miteinander. Er hat gerade Tomatensauce gemacht und ich habe Currysauce gemacht. Aufs Mal ist er ausgeflippt und hat mir die Tomatensauce angeleert. Und ich aber nicht faul. Ich habe die Currysauce genommen. Der
hat er sich so angeschaut. Er war schön gelb, ich schön rot, oder? Er hat dann wieder mich angeschaut. Und also am Anfang der Grenze haut mir auf die Schulter und sagt, komm, können wir uns umziehen. Schon. Wenigstens, ja. Ja, ja, oder? Ja. Und dann im Winter haben wir ja sehr viele so Bankette gehabt, oder? Und dann auch Fest. Und dann hat er gesagt, Stift, du hast Küchendienst. Sag ich, wie lange? Sagt er, solange die Leute da sind. Gar nicht so lustig. Und dann ist eine Bestellung reingekommen. Das vergesse ich auch nie mehr. Bestellung reingekommen. Bulle, Bonfrit und Salat. Wie gehabt, da Bonfrit in die Fritteuse, in die Fritteuse Bulle. Salat in der Zwischenzeit gemacht. Wie es der Edi gezeigt hat. Und dann Platte warm gemacht, schön warm. Und das Zeug drauf, raus. Da ist keine 2-3 Minuten gegangen. Zurück. Zu kalt. Der Kopf hat deckel, jetzt habe ich doch die Fritteuse genommen. Nochmal die Fritteuse nicht tun. Nochmal auf die Platte rauf. Die Platte richtig schön heiß gemacht. Frau Barbara hat sich fast Finger verbrennt, oder? Wieder auf den Tisch. Ist es kalt. Habe ich die Platte genommen, wusch hat es gemacht, die ist in den Ecken hineingeflogen, oder? Und das Schepperte und die Chatterte hat der Edi gehört drinnen. Da war auch nicht mehr ganz beieinander. Da sagt der Chef, das ist lustig. Die ist schwer und zweimal haben sie mir gesagt, du schickst sie ins Kalte, dabei habe ich sie aus der Fritteuse raus. Das ist doch kein Problem. Neue Platte. Hätte die Bulle von Boden aufgenommen, auf die Platten rauf, Pommes frites, auf die Platten rauf, tschüss, raus, da waren sie heiß. Ja, na ja. Also, das war das, gewesen, oder? Mhm. Und ich habe die Stifte habe ich dann abgebrochen, weil es ist nicht gegangen. Das ist natürlich schon extrem. Also, oder, ja. Ja, das auch. Und ich habe sie dann abgebrochen, die Stifte, oder? Und habe dann einfach, wie man sagt, Arbeiten angenommen als Hilfsbüzer. Und später bin ich selber auf die gegangen, auf Ausbildung. Ja. Und dann habe ich mich in der Landwirtschaft hervorgetan. Zwischenzeit habe ich auch noch geheiratet, drei Töchter geschieden und nachher bin ich nach Südamerika. Habe mich dort ausbilden lassen für die Landwirtschaft. Und habe eigenverhältnismäßig einen guten Job gemacht. Ja. Aber das Umfeld von mir ist immer, ich habe immer das Umfeld gesucht, das ich von der Jugend her kam. Also ein bisschen hart und das Bruch? Das Einpressen. Oder das, eine klare das, Form. Oder, und müssen angehen und ich habe mich nie können richtig so entfalten. Nie. Und das ist ein schlechte eigentlich vom heute, auch heute vom Leben. Gut, ich mache es heute ein bisschen anders. Ich tue mich heute wehren. Ich habe ja heute zu wenig AHV. Auslandschweizer. Ja.
1265 Franken im Monat. Ich komme, hat EL bekommen. Mhm. Ich habe eine Frau 11 Jahre geraten. Meine Frau lebt jetzt mit ihren Töchtern zusammen, hier unten dran. Wir haben uns trennen lassen. Weil ich hatte das nicht immer, über mich auch erpresst zu werden, für das, für dies, für jenes, zahl das, kauf das, mach so weiter. Ja. Dann habe ich einfach gesagt, nein, ich mag nicht mehr. Oder? Und ja, ich habe jetzt angefangen, langsam einfach mir zu sagen, du hast die gleichen Rechte wie die anderen. Aber muss man da 71 werden, um das endlich zu sehen? Das ist verrückt. Also wie haben Sie das erlebt, dass jetzt in den letzten Jahren das Thema von Leuten wie Ihnen mit diesem Schicksal in der Öffentlichkeit ein bisschen besser wahrgenommen wurde? Hat Ihnen das etwas gebracht? Oder? Ja, man hätte eher ein bisschen darüber reden können. Und vor allem, eben ja, wenn man dann gelesen hat, oder es gibt Möglichkeiten, um das Leben, das man kann, als Kind können, in anderer Form zu besprechen und einen Weg vielleicht finden, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Es ist ein Teufelskreis. Schauen Sie, das ganze Leben, das ich hatte, kommt aus einem Heim, wo das verboten worden ist. Selbst ist verboten worden, jenes ist verboten worden. Schaut mal, auch das mit der Ehepartnerschaft, das hat man einem nicht beigebracht. Das war einfach eine Schweinerei gewesen. Trotzdem, dass man dann gesagt hat, ja komm, oder, bist älter geworden? Ja, komm, hey, hallo denn, oder? Aber im Grunde genommen, da ist es immer noch drin. Da bringe ich nicht raus. Haben Sie mal eine Therapie können machen? Irgendeine psychologische Beratung oder etwas? Ich gebe nicht viel auf die sogenannten Psychiater und Psychologen. Weil die meisten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, oder? Ich weiss es von meiner Frau, oder? Die kannst du nicht in eine Pfeife nicht tun, zum Rauchen. Nein. Schauen Sie, meine Frau hat von Kindheit her auch psychische Probleme. Da fragt man sie, jeden, ob es ein Spanischsprechender ist oder ein Deutschsprechender ist. Wie geht es sexuell? Wie viele Mal haben wir miteinander Kontakt in der Woche? Das sind die ersten Fragen, die gestellt werden. Und da finde ich da eine Frechheit. Anfangen muss man dort, wie wir jetzt gebracht haben, von klein. Und nicht dort. Was gehen die Leute das an? Sigmund Freud habe ich auch gelesen. Er ist ein lustiger Psychiater. Aber seine Sachen sind auch nicht zu 100% positiv. Mhm. Oder? Gut, das ist auch er sagt einfach, alle Beschwerden einer Frau kommen vom Sexuellen, das ist auf die Schnelle gesagt, vom Sexuellen. Wenn eine Frau nicht sexuell nicht richtig befriedigend ist, dann ist das und das und das. Und da finde ich einfach ein Havas. Oder? Man kann nicht einfach alles über einen Kamm ausscheren. Ja, also es gibt einfach auch viele Psychologinnen und Psychologen, die spezialisiert sind eben auf Geschichten von Leuten, die traumatisiert worden sind in der Jugend. Also vielleicht gibt es so eine Möglichkeit. Es gibt jetzt ja die Opferhilfe-Anlaufstelle. Haben Sie das gehört? Ja, ich habe das schon, ich habe es aufgeschrieben. Oder? Ja. Aber ich habe mir gesagt, bevor ich überhaupt etwas unternehme, oder, würde ich zuerst einmal mit Ihnen darüber reden. Mhm. Oder? Und ich habe schon gesagt, es sind noch ein Haufen andere versteckte Sachen in dem Ding, wo ich noch gar nicht
hervorgebracht habe. Ja. Oder? Und also hat es dann noch Übergriff gegeben, wo Sie jetzt nicht thematisiert haben? Ja, nicht direkt, aber indirekte Übergriff hat es gegeben. Mhm. Oder? Und da bist du einfach, als Kleiner hast du einfach müssen mitmachen. Ja, sind das oder? Ältere Zöglinge gewesen? Ja, das sind ältere ja. Zöglinge gewesen, oder? Mhm. Ja, aber es ist einfach so, man hat dann nicht, sagen wir mal, nicht dürfen darüber reden. Und zweitens ist eben wieder das gewesen, oder? Ja. Und es ist für mich die Sachen, das sind noch tiefgründigere Sachen, wo im Grunde genommen auch beigetragen haben für schlechte Gewissen. Ja. Ja. Hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, aber das ist sicher wichtig. Also das, wenn man jetzt sieht, das sind Gründe gewesen, die in der Gesellschaft gelegen sind, die in dem System von dieser Heimerziehung gelegen sind und auch natürlich in diesen familiären Missverhältnissen, wo sie hineingeboren worden sind, dann ist es für sie ja verstandesmässig sicher einfach zu sagen, ja, ich bin nicht schuld gewesen, ich bin als Kind gewesen, ich bin alles reingekommen. Aber vielleicht, dass sie einfach den Gedanken alle könnten festigen auch, wenn sie das halt wieder hören oder auch können aussprechen. Ja gut, ich meine, ich nehme bei vielen Sachen kein Blatt mehr vor den Mund, oder? Mhm. Ich sage es einfach raus und darum, ich schaue ja sehr viele Nachrichten, weil mich das interessiert. Und wenn du da gewisse Sachen siehst und hörst, dann hockst du einfach an und überleihst dir. Und sagst, wieso und warum. Also, wenn wir jetzt sich eingehen, ja, ich bin ja jeden Freitag Nachmittag bin ich bei der Heiser mehr. Oder wegen der Essensausgabe, also Lebensmittelausgabe, oder? Und wenn du dort gewisse Sachen siehst, dann musst du einfach sagen, bei uns, sogenannten Christen, ist der Daumen so schwer. Und die Kopftücher anhaben, ist der Daumen so leicht. Aus. Ja. Oder hat jetzt, ich rede jetzt mal vom Sexuellen her gesehen. Jeder Moslem darf eine weibliche Person ab 9 Jahren heiraten. Na gut, das ist heute zivilrechtlich auch nicht mehr so. Das ist Ich weiß ein bisschen anders. Ja, ja. Oder, weil ich habe einen guten Kontakt. Ja. Weil mich alles interessiert. Ja. Schauen Sie, wenn eine Mutter und ein Vater aus dem Kreis heraus befinden, dann wird das Mädchen mit 9 Jahren verheiratet vom Imam, von unserer Gesellschaft. Weil unsere Gesellschaft, das ist für die nicht. Ja, das entspricht nicht unserer Gesetzgebung und in vielen islamischen Ländern eben auch nicht. Oder. Und darum, ich weiß, einer ist jetzt 13. Oder. Die ist lange Zeit in die Heiser gekommen. Ganz glatte. Hat er immer gesagt, eine Gigeli-Suppe. Die hat immer gelacht. Mhm. Oder. Und aus Mal ist sie nicht mehr gekommen. Heute wissen wir warum. Weil sie verheiratet worden ist. Ja. Und was wollen Sie da damit sagen? Also, mit dem will ich aussagen.
Wie so können wir Christen, wenn wir uns Christen nennen, oder, nicht die Gleichberechtigung denen weiterbringen, also Gleichberechtigung, das heisst, dass das Tabu bis 18 Jahre einfach auf dem Tisch ist, dass die nicht dürfen hinten rum Sachen machen, oder das heißt für mich hinten rum, oder man geht einfach zu meinem Mann und der macht das Gesetz, auch wenn er weiß, dass das Gesetz nicht gültig ist. Okay, das ist das Problem, dass sie quasi ihre eigenen Vorschriften höher halten als die Gesetze. Ja, dann sage ich mir einfach, ich habe einen, wo ich diskutiert habe, das ist ein Älterer, da habe ich gesagt, ich weiß doch, wenn ihr euch uns nicht anpassen wollt, wenn ihr findet, wir sind nichts wert, nur zum Gehen, aber nicht zum Nehmen, dann geht doch dort an, woher das kommt. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, oder? Ja, da ist jetzt ausser wenn dann die Amerikaner kommen. Ja, im Grunde genommen ist das heutige Gesetz für uns Schweizer dasjenige Gesetz, das wir als Heimkinder hatten. Und die anderen können tun, was sie wollen. Das ist wahrscheinlich das, wo die Erfahrung, die sie verbittert und wo sie so Unterschied hat gesehen. Jetzt ist ja die Entschuldigung ja in Bern von der Frau Sommaruga und anderen. Haben Sie das verfolgt? Oder sind nein, das habe ich nicht verfolgt. Aber ich habe noch ein bisschen vom Rande etwas gehört. Oder? Aber ich habe am Anfang gedacht, komm, lass doch das sein. Oder? Geschichte sein, lass Leben sein. Aber nachdem dass ich den Zinser angelesen habe, dass da eine Stelle gebaut worden ist in St. Gallen, dann denke ich, gut, jetzt würde ich mal interessieren. Ja. Oder? Also, weil es ist ja auch eine Möglichkeit, dass gerade Leute wie Sie, die jetzt einfach immer noch finanziell unten durch müssen, dass man da irgendeine Lösung findet. Also, ich vertrete das und die Organisationen von den Fremdplatzierten und von den administrativ Versorgten und einfach von den Betroffenen haben das gefordert, an dem runden Tisch. Wäre das für Sie wichtig oder halten Sie das für mich? Es ist für mich schon wichtig, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich bis jetzt immer gekämpft und kämpfe auch weiters. Oder? Darum gehe ich auch arbeiten. Ja. Oder? Wenn ein anderer würde sagen, nein. Oder? Und ich kann Ihnen ruhig sagen, ich habe mich jetzt gegen meinen Chef komplett gesperrt. Ich habe ihm deutsch gesagt, jetzt Schwierigkeiten bereitet. Weil er ist auch einer von diesen Typen Menschen, die findet, er könne mit einem tun und lassen, wenn er will. Mhm. Und das kenne ich zu genügen. Ja. Was haben Sie denn jetzt noch geschafft? Das ist ja eine AHV. Gartenbau und Forst. Ja. Und jetzt kann ich ich muss jetzt das noch aufstellen. Für die Firma. Wie viel dass ich muss auch für die und die arbeiten, oder? Mhm. Mit so und so vielen Stunden Aufwand, oder? Mhm. Da muss ich jetzt noch berechnen, ich habe das in der Bearbeitung gehabt. Und jetzt gehe ich dann mit einem Kollegen zusammen, mein Kollege, den ich noch habe, oder? Wir kennen uns von der RS her oder vom Militär. Mhm. Und der hat selber das Geschäft gehabt, Baureinigungsunternehmen, oder? Und ist früher noch Coiffeur gewesen, oder? Und also der kennt sich aus in so Lohnfragen, dass sie einfach zu ihrem Recht kommen, also, weil sie zu wenig Geld bekommen. Nein, er tut mir jetzt da für die neue Firma, wo ich arbeiten will. Oder? Oh. Das heisst, also,
ich arbeite eigentlich für die gleichen Objekte schaffe ich weiters, aber gerade direkt mit der Verwaltung. Oh, dass Sie nicht nur einen Abzug bekommen durch irgendeinen Vermittler, sondern das Ganze der hat die Sache in den Händen, oder? Hat einen festen Vertrag. Und ich, wissen Sie, am 26. als Beispiel, am 26. Morgen früh hat er alle Rapporte von der Arbeit, vom Aufwand und so weiter und so fort. Dann hat er Schreiben von mir bekommen, dass ich den Gesamtzahltag bis am letzten will haben. Wie greife ich, dass wenn ich es am letzten abgebe, dass er das nicht machen kann. Heute hat er 1416 Franken geschickt, 2416 Franken wären es. Ja, ja, dann müssen Sie sich wehren. Sie machen Hauswartungsarbeiten oder Gartensachen? Ja, man muss ja schauen, wer gekommen ist. Ja. Okay. Ja? Was bleibt hier? Ja, was hätten Sie gern? Kennen Sie ein Auto, das in die Parkplatz ist? Ja, das ist mein. Ja, der Mann ist gerade bei mir. Fährt dann nicht fahren. Wie? Wie? Darf ich in die Parkplatz haben? Mach ich. Danke vielmals. Bin ich auf der falschen? Sie haben das Auto am falschen Ort. Ja, das können wir so machen. Ja. Ich tue schnell das Auto miesen weg, können Sie es so anstellen. Ja, okay. Dann wenn wir vielleicht bei dieser Gelegenheit das gerade so stehen. Aber das ist ja gut. Also eben, Sie haben noch gesagt, dass Sie, weil Sie so wenig AHV und Ergänzungsleistung haben, dass Sie in Ihrem Alter mit 71 Jahren arbeiten. Und eben, ich habe gefragt, Sie machen Hauswartungen oder gar nichts? Hauswartung mache ich auch, oder mache also das Gesamte, oder? Ja, okay. Das ist ja das einzige Bild, das Sie haben. Ja, ja. Okay, das können wir da bin ich noch als Kind. Ja. Dort drauf. Aber nicht über Kinderwagen. Ja. Sie sind der Mittlere. Ja. Und oben ist ein Mädchen, das vorübergehend aus Ungarn war, Ildiko, in der Schweiz. Und wer ist im Wägeli? Meine Cousine. Nein. Ja. Und dann, wann war das jemand? Ja, jetzt ist viel. 647. Ja, okay. Ja, das ist jetzt noch ein schöner Abschluss, das Bild. Ja. Nochmal herzlichen Dank für das Interview. Ja. Und ja, hoffentlich, ich denke, Sie haben das sehr bildhaft und schön erzählt. Also, Sie sind ein guter Erzähler. Ich denke, das gibt einen Einblick in so ein Leben, das eben wichtig ist. Ja, ja. Ja, das ist, wie Sie, wie gesagt, es sind viele Sachen noch da. Ja. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist eine Umschreibung. Ja. Kernsachen, die sind noch nicht auf dem Tisch. Ja. Die Kernsachen sind wichtige Sachen, aber die Zeit genügt nicht. Ja, ja. Okay. Und das... Ja, man kann auch nicht allzu tief gehen, es gibt eine Möglichkeit von einer Therapie oder allzu von einer Aussprache. Ich habe schon gesagt, ich habe meinem Kollegen gesagt, du hast einen Hypnotiseur und der soll mich einfach das Leben durchfragen und dann aufnehmen. Es gibt so, also es gibt Therapien, die tiefer gehen als ein anderes Gespräch. Ich bin ja kein Therapeut, ich tue das einfach dokumentieren. Ja. Für die Mitwelt und für die Nachwelt. Also, dann gehen wir zum Parkplatz. Danke vielmals nochmal. Bitte. Und schnell jetzt.